Wer ist Totni? So, wir sind jetzt hier zum ganz, ganz kleinen Stück nur gefahren zum Supermarkt. Wir haben uns unseren ersten Roller jetzt hier ausgeliehen. Und ja, ich glaube, ohne Rollerfahren war man noch nicht in Bali. So, wir sind an unserem Zielpunkt angekommen, haben überlebt, haben beide schicke Beinkleider. Ja, die haben uns sogar gekauft. Wir wollten ein kleines Mitbringsel aus Bali auf jeden Fall haben. Und so ein Kleid ziehe ich bestimmt in Deutschland auch an. Ja, und wir sind wo? An der Goa Gacha Höhle. Das ist ein Tempel in einer Höhle. Wer ist der Schneider? Ich bin der Schneider, du bist der Filmer. Das stimmt. Ich mache den Urlaub und sie schneidet nur. Auch interessant. Frauen mit Menstruation dürfen hier nicht rein. Gott sei Dank habe ich nichts. Auch super interessant, haben wir auch gelernt. Die schwarz-weißen Farben repräsentieren das Gute und Böse, oder? Nee, eigentlich. Die sollen das Böse abhalten. Das Böse abhalten. Ja, richtig. Hast du hier aufgepasst? Und Gelb ist meistens in den Tempeln oder in den Häusern drin, um das Gute drin zu halten. Ja, Matahari. Matahari heißt Sonne. Hier ist der Eingang. Das guckt euch mal an. Geh in den bösen Mund. Wir sind vor der Saison hier. Stimmt. Ich dachte, ich stink so, aber das ist die Höhle. Hier sind drei Frauen für jeweils drei verschiedenen Götter. Ja, und die Opfergaben, wie schon erwähnt, davor. Ja, sehr nett. Ja, auf jeden Fall sehr nett hier. Jetzt gehen wir mal raus, oder? Wird ganz schön warm. Ja. So einen haben wir uns heute leider nicht gegönnt, so ein Touri-Guide. Wir müssen sparen, damit wir weiterreisen können. Alles für dich. Ja, alles für dich. Deswegen kriegen wir keine Infos. Euch diese Wurzeln an. Wahnsinn. Da kommen wir gerade her. Und da gehen wir gleich rein. Hinter dem Wasserfall. Und angeblich ist da drin ein Buddha-Tempel. Wir wollen da jetzt nur nicht rein, weil da gerade ein Guide reingegangen ist und der will wahrscheinlich wieder Geld von uns. Und ist das so peinlich, die abzuwimmeln und denen zu sagen, dass wir kein Geld haben. Das glaubt uns eh keiner. Aber es ist so. Wir haben nichts mehr im Portemonnaie. Aber auf dem Konto, ja, natürlich. Aber die wollen natürlich Bargeld. Kannst du, glaube ich, nicht mehr. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar hier. Ja. Guckt euch meinen Schuh an. Ich bin da irgendwo drin versunken. Das war ganz schön tief. Hier ist der Unterschied. Wow, aber dafür hat es sich gelohnt. Lohnt sich? Ist da was? Es ist nur Wasserfall, oder? Annie ist heilig gesprochen. Oh. Wir sind jetzt noch 2 Tage hier im wunderschönen Ubud. Uns gefällt es einfach mega, mega gut. Danach gehen wir zu den Nusa Penida Islands. Das wird bestimmt noch viel, viel besser.
Und dann sind wir 5 Tage, 6 Tage ungeplant hier auf Bali. Wir kommen wieder zurück nach Denpasar und sind am überlegen, ob wir die Gili-Inseln mitmachen sollen oder nicht. Wie sieht das mit euch aus? Wart ihr schon mal in Bali? Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, die wir machen könnten? Und falls ja, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und ja, gebt uns einen Daumen hoch und ein Abo, das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Oder seid ihr noch nicht hier gewesen und habt vor, hierher zu kommen und wir haben euch tolle Tipps gegeben, dann würden wir uns auch freuen, wenn wir das erfahren würden. Oh ja, das stimmt. Meine Brille beschlägt, ich glaube, das sieht man. Ja, hier ist es ist sehr schwül hier oben, aber wunderschön. So, wir sind fast oben angekommen. Annie macht einen kurzen Halt, die will ein bisschen was essen. Ich frag mal, ob sie weiter will. Annie, willst du weiter? Schmeckt sie? Oh, ist das lecker. Okay. Ja gut, dann warten wir noch ein bisschen. Annie, es fängt an zu riechen. Ja. Stört mich. Ich glaube, 800 Meter haben wir es geschafft. Wir haben uns das länger vorgestellt, den Bitchwalk. Sind so ungefähr 2 Kilometer, wenn ihr das mal vorhabt. Ja. Also ganz entspannt. Wir waren jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, waren wir oben oder so, ne? Ja, bis hier, ne? Bis ja. Zu den Cafés. Ja genau, hier sind ein paar Cafés, hier ist ein Massagesalon, kann man sich eine schöne Massage geben, wenn man Geld hat. Also wir nicht. Ah, es ist richtig, richtig schön hier. Wie gefällt dir Bali? Ah, sehr gut. Ja. Wunderschön. Auf jeden Fall. Aber ich freue mich schon sehr auf Nusa Penida und das nicht so touristische Bali. Oh ja. Also für eure Tipps und Kommentare sind wir echt dankbar, wenn ihr echt tolle Ideen habt, was wir noch machen können. Wir gönnen uns jetzt einen leckeren Smoothie. Ja, das hilft, glaube ich, bei der langen Wanderung. Okay, der Witchwalk. War viel zu kurz. Ja, war viel zu kurz, aber dafür trotzdem unglaublich. Wir lassen jetzt gleich mal hier die Drohne steigen und zeigen euch einfach mal den Weg von oben. Ja, der Smoothie lohnt sich auf jeden Fall. Oh ja, ja. Der war so geil. Ich bin schon am überlegen, ob ich mir noch einen gönne. Wir sind jetzt eine Stunde rausgefahren aus Ubud. Wir sind jetzt in Yatiluvi. Wahnsinn. Hier lassen wir auch die Drohne steigen, oder? Ja. Schaut's euch an.
hatten gerade ein richtig, richtig nettes Gespräch. Wir waren eigentlich schon los, aber ein Farmer hatte sich hier mit uns so gerade unterhalten und der sagte, dass hier durch diese Reisfelder vor 10 Monaten noch der Obama vorbeigefahren ist. Mit einer riesen Kolonne und Polizei und hast du nicht gesehen. Obama weiß, was gut ist. Hoffen wir mal, dass sich der Wasserfall hier lohnt. Ah, wir haben jetzt gar nichts bezahlt. Stimmt, eigentlich zahlt man hier 5000 Rupie für die Straßenreparatur. Eine kleine Spende. Oh. Du hast das Ziel erreicht. Siehst du wohl. Danke Google, wir haben das Ziel erreicht. Ja, genau, wir haben jetzt 5000 Rupie, hätten wir eigentlich zahlen müssen pro Person, aber ja, wenn sie nicht da sind. Sind sie nicht da? Wir gucken mal, ob wir gleich einfach Geld damit reinlegen oder so. Wir sind ja freundliche Backpackers. Und 5000, das sind... Ich habe keine Ahnung. Ja, 5000 ist ja nix für uns, oder? Nee, 5000 sind unter 20 Cent. Bestimmt. Ich glaube, das haben wir noch gerade. Ja, die haben wir. Okay, das ist echt ein schönes, verstecktes Gebiet hier. Nein, du bist weit und breit. Nichts los, hier ist gar keiner, niemand. Und guckt euch diese Aussicht an, da ist ein Wasserfall. Ich glaube, ich gehe da mal kurz rein. So, das war mal mega, mega geil. Ich bin da jetzt reingegangen. Eine riesen Schlangenhaut da entdeckt. Ich zeig das nochmal von hier. Da ist sie. Einmal komplett da entlang. Das ist bestimmt eine 3-4 Meter Schlange, oder? Nächster Stopp, handeln. Boah, es ist verwinkelt und alles indoor. Das ist ganz interessant. Hier gibt's alles. Also zum Markt können wir nur sagen, es ist sehr anstrengend. Die Leute zehren einen in die Buden rein und machen auf sehr... Ja, okay, die haben halt auch wirklich nicht viel und brauchen das, ne? Aber... Es ist anstrengend. Ja, bitte nur einen. Ja, Scott, möchtest du ein Kleid haben? Nee, danke, sowas trage ich nicht. Aber nur einen, bitte. Das ist voll lieb. Ich wurde ernsthaft gefragt, ob ich nicht ein Kleid haben will. Da sagte ich, nee. Aber doch bitte nur ein. Annie versucht sich gerade am Handeln. Ich habe gerade das schon versucht, aber wie süß. Annie hat da sehr, sehr viele Schwierigkeiten bei. Die ist viel zu lieb. Ja, aber die bieten hier die Preise. Die fangen also an, zum Beispiel Shorts habe ich mir gerade gekauft. Die fangen bei 300 an und ich bin dann runter auf 50 gegangen. Ha? Annie hat es jetzt geschafft. Sie hat von 250 runter auf 120. Ne, 130. Oh Mann. Ja, du bist viel zu lieb.